Guten Morgen alle Gwer. Ich ging jetzt heute gerne den Edu Creations vorstellen. Den Edu Creations ist eine App, mit der ich kann ein Tafelbild erstellen und du zusätzlich dabei meine Erklärungen kann abholen. Damit kann ich also kleine, flotte Videos erstellen für die Schüler, die nur zu schicken und sie können sich die auch angucken. Gucken wir Step mal an. Wenn ich die abmache, dann sieht ihr, da habe ich bei Finished, die Videos, die ich schon gemacht habe, bei Drafts, die ich vorbereitet habe, und über links der Plus, da kann ich ein neues erstellen. Vielleicht interessant auf dieser Platz direkt, auf der linken Seite oder die Stern. Wenn ihr darauf klickt, da kommen Videos von Enseignern weltweit, die hier Kuren öffentlich gemacht haben. Da kann ich sich vielleicht orientieren, wie damit schaffen, beziehungsweise vielleicht sogar ein Video von dir so gut aus, an dem ich seine Schüler direkt schicken will. Gehen wir zurück, ob ihr es habt seid. Da habe ich einen Draft, den ich vorbereite, für euch einmal zu weisen, wie das App funktioniert. So, wenn ich da drauf gehe, ist das hier mein Startbildschirm. Es sind hier verschiedene Funktionen, die ich euch kurz und knapp werde erklären. Hier generiert oder ein File für eine nächste Seite aufzumachen. Der hat natürlich auch links ein File für das, von den Seiten zu switchen. Gehen wir mal auf die zweite Seite, wo ich bis schon etwas präpariert habe. Ich habe die Bar oben ein Screenshot und hier gesagt, für euch zu erklären, was alles möchte. Da fängt ich hier mit dem dritten File an. Wenn ich den auswähle, dann könnt ihr auf meinem Bild, wenn ich mit dem Finger drauf fahre, so ein File, und ich kann markieren, von was ich gerade schwätze. Fangen wir also jetzt weiter an. Da habe ich hier das dritte Symbol. Wenn ich hier drauf klicke, da geht die dritte kleine Fenster ab. Und ich kann also einen Hintergrund wählen. Ich kann hier Linien wählen, Karoen oder auch eine Koordinate gibt da, falls ich so etwas bräuchte für meine Kur. Wenn ich hier auf die zwei Seiten mit dem Plus klicke, da geht das kleine Fenster auf. Damit kann ich Seiten duplizieren. Entweder just das, was ich auf die Seite dran gesetzt habe, oder mit der Ink, das heißt mit der Tint, mit dem, was ich drauf geschrieben habe. Und da geht eine neue Seite auf, wo das heute kopiert wird. Dann habe ich hier die Hand, die den Finger ausstreckt. Das ist ganz nützlich, falls ich will an meinem Bild etwas bewegen, dass ich nicht schreibe. Falls ich nämlich den Beak ausgewählt habe und ich vorher mit meinem Finger drüber, da seht ihr, da könnt ihr Strich da hin. Wenn das geschieht, keine Angst, der hat hier die zwei Pfeiler. Damit kann ich etwas rückgängig machen. Beziehungsweise, wenn ich zu weit gegangen bin, mache ich drum fischendlich. Dann habe ich den Plus hier, auf den komme ich hier nur zu schwätzen. Ich habe hier den Beak, wo ich die verschiedenen Farben habe. Wenn ich irgendwann von einer sage, okay, mit fünf Farben komme ich nicht durch, dann klicke ich zweimal auf eine Farbe und dann kriege ich mehr Farben angewiesen. Nebendrin habe ich den Radiergummi hier. Wenn ich auf den klicke, kann ich etwas wasch machen. Wenn ich ein zweites Mal drauf klicke, dann möchte man die hier kleine Fenster auf. Und ich habe die Möglichkeit, die ganze Seite eitel zu machen, just das, was ich geschrieben habe, oder das, was ich abgeholt habe. Aufgepasst, denn Clear Recording mischt alles, was ich bis hier abgeholt habe. Linke Hand habe ich hier den Mikro, das hier abzuholen. Der Play, für einfach zu gucken, wie mein Video bis so ausgesehen
an Dauerzeit. Auch darüber ging ich auf meiner nächsten Seite mehr genau an. Hier noch kurz zu sagen, da die Karo mit dem Pfeil, wenn ich darauf klicke, da seht ihr mal Save Draft, Save Finished Video oder Discard Changes. Das heißt, ich kann das Video hier als Draft speichern, da kann ich weiter durch schaffen gehen, als Finished Video, dann ist es fertig. An Discard Changes kann ich alles, was ich gerade gemacht habe, nicht aufspeichern. So, noch auf dieser Platz, wenn ich lo will, mich bewegen. Mit einem Finger kann ich nicht viel machen, außer schon mein File ausgewählt. Ich kann aber wie um Handy eine Figur auswählen und die zoomen. Das heißt, ich klicke drauf und da kann ich mit den zwei Finger aus der Nähe fahren oder zu zoomen, für sie mit großer Klang zu machen. Der sieht, da geht auch innen ein kleines Fenster auf. Da kann ich das, was ich da gesagt habe, auch löschen. Ich kann es trainen, ich kann es verdoppeln, Text oder Bild erstellen und ich kann es locken. Wieso locken? Mal locken aus, da kann ich es nicht mehr bewegen oder zoomen. Das heißt, wenn ich durch Sofa drauf gehen klicken, bleibt das so, wie es gerade aus. Wenn ihr wollt, ob ihr seid, wie weit drauf gehen, geht ihr auch mit den zwei Fingern auf den Screen und ihr könnt dann rauf an Ruf er seid bewegen. So, auf der nächsten Seite, da schwätze ich nur vom Plus. Wenn ich den Plus abmache, auf die klicken, da geht die dort kleine Fenster ab und dann habe ich verschiedene Funktionen. Wie sind das? Mit den A, wenn ich auf die klicken, dann kann ich irgendwo einen Text auffügen. Da kann ich tippen. Das kann ganz praktisch sein, weil, wenn ich nur den Stift hole, das ist ein relativ dicker Stift. Wenn ich da etwas will schreiben, dann ist das nicht unbedingt immer leserlich. Und da kann ich das auch tippen, da gehe ich dem dritten Problem aus dem Weg. Dann habe ich beim Plus die Foto da. Damit kann ich Fotos, Screenshots oder einen Scan auffügen. Bei Scan, da ist ganz interessant eventuell, wenn du den Office Lens benutzt. Da könnt ihr ein Dokument scannen mit eurem iPad und da könnt ihr das so hier auffügen. Dann habe ich die Foto do. Und auf der Foto, da kann ich da, wenn ich da drauf klicken, live den Fotoapparat benutzen und ein Foto machen an die hier auffügen. Das Bild do für ein Dokument, wenn ich das benutzen, da kann ich eine Datei auffügen, der sieht aber, das geht über Dropbox oder Google Drive. Der könnt nicht etwas aus ihrem Fischi um iPad raussichern. Ganz interessant ist da der Globus. Mit dem Globus, da kann ich, da geht der Browser ab und da kann ich ein Internetsite sichern. Und ich kann dann von dem Internetsite ein Foto machen und die hier setzen. Ich habe hier noch die Karte als allerletzt. Da geht ein Karte ab von der Welt, also eine Weltkarte. Und da kann ich da auch den Bereich raussichern und die fotografieren. Vielleicht weisen ich die zwei Enke ja kurz. Also hier geht ein Browser ab. Gehe ich da mal einfach auf Google. Da geht da der Google-Site ab. Und wenn ich über jetzt auf Foto drücken, mische ein Foto und dann setze ich mir das an mein EduCreations-Dokument ran. Wenn ich auf die, auf die Weltkarte klicke, dann hält ihn hier eine Karte von der Welt. Ich kann hier dann ein bisschen
auch switchen, wie sie angewiesen wird. Und wenn das da geladen ist, beziehungsweise ich da noch gesund sie, wo ich wollte, dann mache ich ein Foto und die geht auch so an meine E-Creations angedrohen. Das ist es zu den Noten Funktionen. Da könnt ihr aus sich ganz flott Sachen damit machen. Ich denke, amüsiert dich ein bisschen, da fand ihr das schon raus, was bei euch passt. Zum Schluss ging ich euch noch erklären, wie die Abnahmefunktion funktioniert. Die von der Uwe längs. Da hat er eben den Mikro da. Mit dem Mikro da startet er eine Abnahme. Wenn das bis gestartet ist, dann sieht das so aus. Der hat hier eine Uhrzeit, die aufweist, wie lange es schon läuft. Und hier die Pause-Knäppchen. Das heißt, da kannst du all Moment pausen. Und dann eben weiterschaffen. Was hast du mal da gemerkt? Wenn ich nur die ganze Zeit ging hier aufhängen mit Schreiben. Und ich ging nur erklären, dann Pause-Knäppchen und so weiter. Dann brauche ich so lange, wie das zu schreiben, und das Video geht zu lang. Wir wollen als Schüler ja nicht mit Stundenvideos so bombardieren, wobei die heutigen Videos effektiv max 30 Minuten haben. Ich kann also pausieren, da kann ich schreiben, aber wenn ich fertig geschrieben habe, kann ich Replay drücken und das Video geht dann einfach da weiter. Das heißt, das geschrieben wird komplett dahin gesagt und ich muss nicht viel mehr während ich das präparieren. So, wenn ich da Pause gedrückt habe, dann sieht ihr, da geht hier der Play-Knäppchen auch aktiv. Die geht dann ein bisschen mehr dunkel und da kann ich auf den klicken. Was geschieht, wenn ich auf den drücke? Da geht die dritte Bar innen jetzt ab. Und ich gesehen, aus ich mein Video mit meiner Abnahme. Das ist ganz gut, weil es kann ja sein, dass ich mich gleich mal verschwert tun. Und am Edu Creations kann ich, wenn ich mich verschwert tun, das rausschneiden. Ich kann aber just zum Schluss rausschneiden. Natürlich nicht an der Mitte verschwärzen, weitermachen und das dann nur löschen, das geht nicht. So, dafür klicke ich hier auf Edit. Wenn ich auf Edit klicke, da geht da die Orange Bar, die kommt dann dabei. Und die kann ich dann noch nicht verreckeln. Ja, du siehst, da habe ich am Anfang ein bisschen mehr als 30 Sekunden geschwärzt. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich habe mich da irgendwann verschwärzt. Ich kann auch das alles hier noch gucken, indem ich Play drücke. Und dann hol ich die Orange Bar und ich regle sie noch hin, ab dem Zeitpunkt, von dem ich Rumpf auf 4 will aufhängen. Dann drücke ich Trim und da fragt mich nach ein Kehr, willst du wirklich die Liste heute trimmen? Ja. Dann drücke ich da Cancel, da das wird so, nee, ich will das nur nicht. Und dann ist mein Fehler rausgeschnitten. Und ich kann nicht probieren, den abzuholen. So, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne vom Groupe de Travail iPad ausschreiben. Am anderen Fall amüsiert dich ein bisschen, sie ist wirklich nicht schwer zu verstehen. Und wenn ihr Lust habt, kann ich da ganz flott Sachen dazu machen. Also, ich danke euch für eure Zeit und noch weiter gut arbeiten und noch ganz wichtig, weiter ein gut gesund in dich alle.